Hey Leute, wir sind heute hier im zweiten Teil von Big Reacts Powered by Omen. Mit Aslan und meiner Wenigkeit geht es heute, das CS-Team zu schlagen. Und ja, wir fangen einfach mal an und gucken, ob wir die Reactions-Zeit von ihnen besiegen können. Ich fange mal an. Wie oft dürfen wir versuchen? 5-mal, glaube ich. Mhm. Ach, shit, warte, das erzählt nicht. Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, war ich nicht so schnell, aber Aslan muss jetzt versuchen, ja, mit meiner Zeit, ich glaube 170 bis 80 hatte ich, glaube ich, dürfen wir nicht über 319, glaube ich, kommen oder circa in den Dreh. Ich glaube, das wird schwer, Aslan, aber du kannst es schaffen, du musst Pre-Fire machen, auf Glück. Pre-Fire auf Glück. Boah, war schon gut. Das CS-Team ist schneller, ey. Verdammt. Boah. Alter, das CS-Team war echt so schnell. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, Alter. Das glaube ich langsam nicht. Das würde ich gerne live sehen. Das könnt ihr nur auf dem YouTube-Kanal sehen, Freunde. Also schaltet ein nochmal. Ja, Leute, wie ihr wisst, war Round 1 nicht so gut. Aber wir sind dafür bekannt, halt... ja, nach einer Niederlage stärker zurückzukommen. Deswegen sind wir jetzt hier in der Round 2. Und hier gilt es halt auch wieder ja, eine ziemlich gute Zeit zu schlagen von den CS-Jungs. Und diesmal fängt Aslan an und wird ein bisschen mit guten Gesichtern vorangehen. Okay. Und du kannst mal einfach mal starten. Das Gute ist, hier gibt es keinen Punish, Leute. Also man kann einfach klicken. Gegen Titan da zu gewinnen ist sehr schwer, muss ich sagen. Das ist der schnellste Kicker Europas, aber es ist schon mal eine sehr gute Zeit. Sehr gute Zeit. Ich werde wahrscheinlich nicht so schnell sein, aber wir geben mal unser Bestes, Freunde. Und jetzt geht's los. Leider etwas knapp verloren, also müssen wir in die Round 3 gehen, Leute. Round 3. Als nächstes spielen wir Number Memory. Die Jungs von CS haben 14 erreicht, oder? Ja, 14 Zahlen haben sie sich gemerkt. Ja. Und ich versuche diesmal vorzulegen, mal gucken. Die ersten zwei Runden waren ja nicht so gut, aber ja. Vielleicht können wir hier jetzt was machen. Ich mache mal Start. Also wir fangen jetzt an mit der Round 3. Ich verstehe jetzt ungefähr, wie das Spiel funktioniert, also mal gucken. Eine gewisse Zeit ist die Frage. Nein. Leider nur bis Level 6 gekommen, hast dann. Ey, wenn du diese Zahl aussprechen würdest, wie würdest du die aussprechen? 401.000 oder 400.000? Wie sprichst du diese Zahl aus? 400.000. 401.062. Ja. So werde ich das versuchen. Ja. Ach so, okay. So versuchst du es, okay. Ja. Das habe ich mir noch im Hinterkopf. Okay, jetzt ist es schön. 64.949.000. Was waren die letzten drei Zahlen? Scheiße. Darf ich ihm helfen? Nein. Ach, ich hab's vergessen, Mann. Nein. 64.949.715? Versuch einfach. Nein, 715 mal gerade, ne? Ich habe mich zu viel an die ersten 5 Zahlen konzentriert. Aber ich versuche mal 715. Aber das war's nicht. 204. Ach, 205 habe ich gedacht, ne?
Habe ich geschrieben am Anfang. Ja, aber egal, du hast gut gemacht, das dann. Scheiße. Wir müssen das alles nochmal machen. Alles löschen. Lösch das. Das wurde nie aufgenommen. Wir versuchen es nochmal, wenn wir gewonnen haben. Wir sehen uns gleich wieder. Letzte Disziplin. Ich glaube, das Sales Team hat schon gewonnen. Aber wir versuchen unser Bestes im letzten Test. Ich versuche jetzt mal einfach mal so viel es geht, hier den Schimpansentest so gut zu überstehen, wie ich kann. Mal gucken. Start-Test. Hier hat man sozusagen, erstmal ist es so eine Probe. Und drei Strikes hat man, wo man sich, glaube ich, überlegen kann. Ich hab gedacht, bei so vielen weißen Feldern kriegst du das nicht mehr hin. Ja, ich bin ein bisschen gelagt. Boah, der ist schwer. Der ist schwer, das Muster ist schwer. Der ist einfach. Zeigersinn, okay. Ich glaube, ich hab's. Nice, Mann. Ein Rumper. Okay, ich fange an. Die 7 war hier. 8, 9, 10 von oben an. Geil, ja. Genau so. Weil die letzten, da musst du nicht so easy merken. Fuck, wo war die 7? Warte, ich muss 8, 9, 10, 11. Dann war die 7 hier. Ja. Ja, genau so. Okay. 10, 11, 12 ist wie so ein. Hut. Der ist ein bisschen, schwer, der ist ein bisschen eklig, glaube ich. 10, 11, 12 ist mein Hut. Okay, das ist mein Berg. Also okay. 10, 11, 12 ist mein Berg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Aber das ist ja auch nicht so schwer. Ja. Wenn du den Rest hast, ist gut. Ja, ich hab den Rest eigentlich. Abfahrt, komm. Fuck, wo war die 5 und die 6? Hier und 7. War der jetzt und danach Hut, ja. Berg. Boah, du bist sick, Alter, geil. Acht, neun, wie verkehrt waren die? War das von rechts nach links oder links nach rechts? Rechts nach links, sag ich mal. Dann das T. Ja, genau so. Genau so. 11, 12 war ein Paar und 13, 14 auch. Von unten nach oben, habe ich gesagt. Nein, von oben nach unten hattest du gesagt. Und dann von rechts nach links. Ja, genau, dann von rechts nach links. Ja, scheiße, egal. Ja, das war's mit der zweiten Episode von Big Reacts Powered by Omen Special Edition mit Aslan und mir. Und leider mussten wir uns dem Sales Team hier geschlagen geben, aber wir hoffen, dass wir irgendwann eine Revanche bekommen. Und wir hoffen uns, dass wir uns in den nächsten Folgen nochmal wiedersehen. Und bis dann, Freunde. Gaming verbessert die Reflexe und die Augen-Hand-Koordination. Das heißt, Gamer-Piloten sind sicherere Piloten. Ich game nicht für mich, ich game für dich. Transcend Humanity with Omen.